Was damit, hier, Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zum hitzigen Finale von Newer Summer Sun. Wir stehen hier vor dem Airship. Ob es das letzte Level ist, weiß ich gar nicht. Aber wir starten trotzdem mal rein. Und sind natürlich gespannt, was uns in diesem wunderbaren Exemplar eines gebauten Levels erwartet. Eine Eisblume, die wir aber schon haben. Deswegen gar nicht so schlimm. Gibt's hier was drin? Nein, doch, nein. Ja, sieht nicht so aus. Lass uns mal weiter steppen. Hier auch nicht. Oh. Oh, habe ich mir gerade den Weg kaputt gemacht? Ah, nee, da unten wäre eine Schraube gewesen. Okay. Oh, hier ist die Starcoin. Let's go. Hat sich direkt gelohnt, alles falsch zu machen. Macht alles falsch im Leben. Und ab nach hier oben, gibt's hier was drin? Ich denke nicht. Ein bisschen Kanonen-Action gibt's auch. Der wirft, wie heißen die? Bonbons, der wirft Bonbons. Oh mein Gott. Oh, hier brauchen wir sogar einen. Am besten natürlich so. Ja, kann man denn da hochkommen? Also hier ist auf jeden Fall die Starcoin. Oh, bitte. Uiuiui. Ist ja auch egal, hier ist schon direkt der Checkpoint. Den esse ich natürlich zum Frühstück. Ganz wichtig. Oh, hier war ein Item drin. Das ist, glaube ich, auch das erste Mal, dass mir das widerfahren ist. Hier müssen wir uns einen kleinen Weg bauen. Ganz entspannt. Und hier gibt es die Coins. Zack, in dein Gesicht. Da unten ist Sass. Seht ihr da unten die Box? Da gehen wir jetzt hin und gucken, was da ist. Ein One-Up. Ist ja auch was. Aber hier oben könnte noch eine Starcoin sein, nicht? Ja, wir werden es nie erfahren, weil ich nicht mehr zurückkomme. Oh, da ist die letzte Starcoin. Aber wie kommt man denn da dran? Ich habe keine Ahnung, wie man da dran kommen soll. Lass uns jetzt erstmal hier unseren Weg ebnen und hier weitergehen. Ab durch die Röhre. Die Starcoin müssen wir uns gleich nochmal anschauen. Was passiert hier schon wieder? Bowser Junior, der ein bisschen Stuff hier macht. Okay, ist das der ganz normale Wii-Kampf? Es ist der ganz normale Wii-Kampf. Der Wii-Kampf ist aber gar nicht so einfach, merke ich gerade. Ach komm, der war doch fast. Zack, erster Treffer. Richtig und richtig. Die Feuer schießt er jetzt auch noch. Aber das ist ja nicht so schlimm. Oh, das Feuer bleibt liegen und brennt. Okay, Entschuldigung. Ah, das verfolgt mich sogar, das Feuer. Nein, mir geht jetzt nicht ernsthaft die Zeit aus. Komm bitte, Treffer 3. War's das? Oh mein Gott, das war mal wieder viel zu hart. Aber das war nicht das letzte Level, oder? Ja, das hier sieht schon ein bisschen mehr nach Finale aus. Boah, die Musik. Okay, Entschuldigung. Guys, falls ihr keine weiteren Newer-Projekte mehr verpassen wollt, empfehle ich euch natürlich, ein Abo dazulassen. Warum sterbe ich da? Über ein Like würde ich mich natürlich genauso freuen. Das würde mir super helfen. Okay, es sind brennende Bowser-Statuen, die voll krass aussehen, weil die so düster sind. Die Frage ist, kann man unter denen durchlaufen? Nee. Dann meine zweite Frage, wenn man das nicht kann, wie komme ich hier hoch? Nee. Oh, mit dem Trampolin. Nee. Oh, einfach ein Long Jump. Ein Long Jump. Ja, ja, wahrscheinlich. What? Warum macht er eine Stampfattacke? Aus dem Nichts! Nein, diesmal wurde ich hier getroffen, aber er hat wenigstens keine Stampfattacke gemacht wie der letzte Horst. Das ist eine Verbesserung. Starcoin. Und bitte jetzt hier lebendig wieder raus. Er fliegt. So, jetzt aber. Da drüben will ich hoch. Hier geht's nämlich rein. Ganz genau. So. Ein Schlüssel? Eins von wie vielen? Ey, bitte sag mir nicht, es gibt jetzt so 500 Schlüssel. Okay, ab durch die nächste Tür. Ein Pilz ist schön. Die Feierbars sind nicht so feierbar. Oh mein Gott, ich dachte, das sei eine Feuerbar. Das waren nur blöde Münzen, die sich da im Kreis drehen. Ich bin groß, ich kann hier unten rein. Da ist letztes Ultra-Secret. Skip, alles skip. Final Boss direkt. Der zweite Schlüssel? Jetzt wird's curious, weil ich keine Ahnung habe, was mir die Schlüssel bringen. Aber das sagt mir irgendwie, dass ich auf jeden Fall groß bleiben sollte. Ist nur so eine Vermutung. Okay, oh, die sinken ab, die Plattform. Vorsichtig. Das sieht sass aus. Ist auch sass. Sowas finde ich, fällt aber auch auf. Dritter Key. Ich habe, wie gesagt, immer noch keine Ahnung, was die Keys bringen, aber wird schon was hier geben. Das hier sieht auch sass aus, weil hier keine Coins drauf sind. Ah, die kann man nicht töten. Bin ich dumm. Hier ist auch wieder sass. Hier sind wieder keine Coins. Schade. Der Pfeil ist überflüssig, aber durch die Wand können wir auch nicht. Dann gehen wir durch die Tür. Ein Helikoptersprung nach hier oben. Und, oh, das für die Starcoin. Erster Schlüssel. Zweiter Schlüssel. Dritter Schlüssel. Weil wir die Profi-Gamer sind, dafür jetzt, Guys. Ist mir egal. Lasst jetzt auf jeden Fall ein Like da sofort. Sonst bin ich echt enttäuscht von euch. Bam, so muss das.
Hier der Checkpoint. Oh, was ist das? Das ist nicht die Höhle der Löwen, das ist die Höhle des Bowsers. Sieht krass aus. Okay, es ist standardmäßig. Wir weichen Feuer aus. Kennt man schon aus dem ein oder anderen wunderbaren Ableger der Mario Bros. Reihe. Moin, wie geht's? Eigentlich ganz gut, schließlich habe ich die Prinzessin. Dann ist ja schön. Als ob der irgendwie viel aushalten würde. 10 Feuerbälle da rein, der ist down. Als ob. Ich lauf zurück. 100-mal zurückgedrückt. Spring doch. What? Oh mein Gott, wir sind durch, wir sind durch. Ist er down? Let's go, wir sind klein. Das ist gar nicht gut. Aber mal gucken, ob es überhaupt einen Afterfight gibt. Stimmt, da war ja was. Da war ja der größte Betrug der Welt. Ich erinnere mich. Kommt jetzt die Flucht? Nicht der Goomba, das ist nicht dein Ernst. Du Goomba bist so ein Monster. Ich hasse dich so. Ah, warum? Also wenigstens bin ich jetzt groß. Das ist doch schon mal etwas. Ich komme hier nicht hoch. Ja, wir gehen dann halt unten durch, nicht? Okay, okay. Ich habe diese Flucht noch nie geschafft, nur um das mal kurz zu erwähnen. Nein, ich wurde getroffen. Das ist gar nicht gut. Wie krass wäre ein Item hier drin? Let's go. Ich bin schon weg. Ich bin schon weg. Bitte. Nein. Dankeschön. Schönen Tag noch. War nett, dich gekannt zu haben, Bowie. Boah, jetzt kommt er noch mit Lavawellen. Okay. Ich bin doch schon weg. Ja, wichtig. Wichtig. Ganz wichtig. Jawohl. Let's go. Komm. Down jetzt. Mal, dass du wegkommst. Kein Bock mehr auf dich. Let's go. Yes! So muss es. Geistes macht mich wieder fröhlich. Finde ich gut. Damit hätten wir das Ende hiermit erreicht. Aber noch nicht abschalten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es gibt nämlich noch eine schmeckotastische Zusatzwelt mit einem Level, glaube ich, oder mehr. Ich weiß es nicht. Was ultra hart wird und ich habe darauf eigentlich gar keinen Bock. Und wir schauen uns das jetzt gemeinsam an. Guys, das ist sie, die Starcoin World. Um diese zu betreten, braucht ihr in Welt 1 alle Starcoins. Deswegen habe ich ganz kurz noch Starcoins nachgeholt. Und jetzt schauen wir uns dieses grandiose Level an. Okay, es gibt Coins, auf denen wir laufen. Und das war richtig stupid. Geh doch einfach weg. Weiter, weiter. Oh, die Goombas sind ganz schlimm positioniert. What? Als ob, ich war doch... Ach, komm. So, und die ganzen Goombas, die werden hier einfach weggebrannt. Ganz entspannt. Nochmal ein Red Ring. Skurril, aber von mir aus. Ja, dafür gibt's dann halt nur ein Run-Up, nicht? Hier geht's weiter und... das da... Oh, oben sieht mehr als nur sus aus. Deswegen würde ich da mal hinspringen und mal gucken, was sich darin befindet. Oh, Leute, seht ihr das? Da ist ein grafischer Unterschied zwischen Blöcken, die man kaputt machen kann. Und Blöcke, die nur Münzen drin haben. Das wusste ich gar nicht, dass das gibt. Da ist sie, die Starcoin. Let's go. Okay, wir kommen auch hier wieder raus. Gar kein Stress. Oh, da ist schon der Checkpoint. Wir haben die erste Starcoin verpasst. Wo soll die denn bitte sein? Oh, geh doch weg jetzt. Komm runter. Komm. Ja, ja, komm her. Tot. Hier kann man rein. Wichtig. Wichtig. Boah, das sieht richtig schön aus, wie so eine Goldhöhle. Oh, ganz viele Coins gibt's hier. Ja, was in der Goldhöhle ja Sinn macht, nicht? Aber keine Starcoin? Und wir kommen auch direkt in der Röhre daneben wieder raus. Oh, 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 da oben ist die Starcoin. Ey, hier Anlauf nehmen? Unmöglich. Wir haben sie, wir haben... Bitte! Was? Kongratulation! Oh Mann, das war ein anderes Erlebnis, dieses Level. Guys, damit sind wir aber am Ende der heutigen Folge und am Ende dieses Projekts. Guys, schaltet nächste Woche wieder ein zu einem neuen Newer-Projekt. Was es sein wird, weiß ich noch nicht, aber es wird safe ein Newer-Hack werden. Lasst ein Abo da, würde mich freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.